Willkommen zurück zu Lily, Child of Geos. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Aber bevor wir uns dorthin begeben, werden wir wieder zu dem Shop gehen. Denn jetzt werden wir auch die Treasure Map kaufen. Damit wird es noch einfacher werden, alles zu finden. Welcome back, fine girl. Do you have some business to conduct? Yes, we do. Wir nehmen die Karte mit. Zack. So, und wir könnten auch hingehen und theoretisch diese ganzen Sachen hier kaufen. Denn damit wären wir noch ein bisschen besser. Das Schöne ist, die ganzen Gegenstände hier braucht man eigentlich nicht wirklich kaufen. Und damit haben wir jetzt hier diese ganzen Sachen dazu bekommen. This bracelet increases your grip for hanging onto spirit. They use soul magnets or something. These boots make you run kind of fast. Or this amulet will help you approach spirits undetected. Ist logischerweise nicht das Umwerfendste, was die da an Bonus geben. Aber oh, man sieht wirklich schon, wir sind ein Ticken schneller geworden. Was schon leicht ungewohnt ist. Ganz nett ist eine Insel. Anderes Zeug. Interessant. So, hier oben war nichts mehr. So, wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken. Oh, auf der Karte wird es jetzt angezeigt. Da ist was Rotes und was Gelbes. Da ist Herr Maybot, guten Tag. Da unten haben wir was, da müssen wir im Endeffekt hin. Also ich gehe mal doch wirklich davon aus, dass die ganzen... Was ist denn das Rote? Das ist eine gute Frage. Es scheint auf jeden Fall unter uns zu sein. Weißt du was, wir gehen da mal hin. Dadurch, dass wir jetzt wirklich den Schlüssel haben... Also ich gehe mal davon aus, dass der jetzt alles damit aufkriegen sollte. Können wir ruhig mal gucken. Verlassen wir Surfside. Klettern mal wieder runter. Und gucken einfach mal. So, ich bin definitiv gespannt, wie sich diese Story noch weiter... Ach so, das ist wieder hochklettern. Weiterentwickelt. Denn wir haben halt wirklich so ein bisschen... schon Eindrücke bekommen. Hey, das habe ich noch nie gesehen. Dass hier halt Constructs erstellt werden, um sie einerseits zu ärgern, aber auch andererseits, um sie weiter zu verarbeiten. Und das ist natürlich dann schon leicht Jack. Okay, hier scheinbar wirklich nur Miniature Tombstone. Oh oh. RIP. Here lies Orchid, enslaved in life, free in death. What does it mean? The suspense is killing me. Okay. Vielleicht nicht eine Sache, die wir jetzt hätten freischalten sollen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah gut, wir gehen zurück. Olli. Ansonsten kann es sein, dass die Musik, als wir unten waren, lauter war. Gefühlt ja. Das Schöne ist, wir kriegen, sammeln jetzt diesen ganzen Spaß hier ein. Waren wir hier schon mal drin? No. Glaube nicht. Weil wir noch nicht hier das Zeug bekommen. Pruners, listen, we should talk. There are a few things. You should know about creatures made of sentient wood. They grow things. Okay, it's not pretty and it's not polite conversation, but these little snappers make life bearable for their owners. Und das war jetzt extremst unangenehm. Hey, Birdies. So, wir müssen dort rein und da ist auch wieder eine Sache drin versteckt. Aber bevor wir das machen, wollen wir logischerweise noch die letzten Sachen hier mitnehmen. Dann haben wir nämlich alles. Waren wir hier nicht? No, wir waren hier noch nicht drin. Interessant, wie man an so gewissen Sachen vorbeiläuft, obwohl man eigentlich alles schon dachte, erkundet zu haben. Little Feather. This appears to be a smaller version of the feathers the major, mayor. Wears on his headdress. Perhaps the bestowed this upon his spirit as a reward for amazing bravery above and beyond the call of duty. Or they just could have found it. Okay, aber damit haben wir jetzt hier alles gemacht. Und dementsprechend gehen wir über. Ja, ich denke, wir gehen über. Ich hatte erst überlegt, ob wir vielleicht noch hingehen und wieder zurück in Splitwood noch Sachen suchen. Denn da gibt es definitiv noch Sachen. Aber ich würde sagen, das machen wir später.
Oha, hi. Erstmal zu euch, klaue ich dein Zeug. Birdhouse! Someone must have made this in some sort of woodworking class. The nets are haphazard, the edges are crooked. It's kind of embarrassing to be honest. You'd think people who were made of wood might be better at working with it. Work with your wood, yes. At an eigene working bench, nice. Hello. Hello there! Hey, why are you in house? Weil natürlich klar, dass der Große wieder der bescheuerte Dumme ist. I'm an explorer? Okay, that makes sense. You sure about explorer? You have credentials? Birth certificates? Oh yes, I'm bona fide. Was man bestimmt anders ausspricht. Okay, then. Hey, what means... Ja, bona fide. That means I can walk into your house. Listen, I need your help. Trainer said I should find you. I need to get into Rust Grove Quarter. I hear that you can go there often to ring the bell. I do. I would like to take you, but you are not allowed and you're not a spirit, so no. Mayor would crush bell ringer like twig. He doesn't need to know. You just walk and I sort of follow you. Okay, because you're bona fide, but be cool. Bell ringer have fierce rep to protect. And me not look treacherous. Treacherous? Treacherous? Bestimmt beides möglich. Yes, okay, I follow you now. Oh, now? Okay, we go now. I work out later. Okay, I follow you. Okay, dann haben wir hier unseren Kollegen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier irgendwelche Probleme bereiten sollte. Hier ist niemand mehr. Hier sind keine Wachen. Hier sind keine Spirits. Er hat seinen Spaß dran. Ist doch schön. Oh, wir müssen vermutlich nach Splitwood. Und durch Splitwood dann halt... Das wäre dann wieder die Herausforderung. Mal gucken, ob das sich als Schwierigkeit herausstellt. Immer auf jeden Fall jetzt dank dem Schlüssel und... Ja, wir müssen also Dinge erst aufmachen, sonst wartet er. So, ich nehme das mal wieder ein bisschen mit. Obwohl wir jetzt mittlerweile... Wir haben schon wieder 3000? What the hell? Ja, diese ganzen Kisten aufmachen gibt Geld. Jetzt wurde uns sogar hervorgehoben. Hey, mach die Tür auf, sonst kommt er nicht weiter. Auf jeden Fall, hier gibt es definitiv noch einige Sachen, die wir mitnehmen können. Zwar nicht unendlich viele, da unten ist eine Sache. Und da oben sind noch drei Sachen. Aber sonst haben wir nur noch irgendwelche Blümchen hier. Die sind mir eigentlich fast egal. Aber weil die für mich keinen wirklichen Nutzen haben. Klar, könnte ich sie halt beim Zirkus eintauschen und damit gamblen. Aber no. Ich werde es einfach behalten. Okay, und damit kommen wir relativ simpel eigentlich dahin, ne? Solange jetzt hier nicht auf einmal eine Wache uns entgegenrennt. Ja, ja, renn du ruhig weg, ist mega. Okay, Lily. Just go to Rustgrove Forest. You can go in now. I open for you. You not tell Mayor how you get in. I not want to pop a girl into mush. Of course, thanks so much, Mr. Bellringer, sir. I not know you, I not see you, I culpable, vermutlich, of liability or something. Run along now. Bye bye. So, gucken wir mal mit der neu gewonnenen Geschwindigkeit, ob wir den einholen können. Ja, yep, extremst sogar. Wir sind relativ flott auf dem Bein und wir haben gerade mal das erste Level freigeschalten. Die Bomben haben uns bisher so überhaupt nichts getan. Okay, jetzt Bombing Time. Also ich habe das Gefühl, dass so gewisse... Holy moly, holy moly!
Yep, also der Kollege hat viele Bomben am Start. Eine, nochmal gut. So, mich würde jetzt interessieren, wie gut wir da abgeschlossen haben. Ansonsten, jetzt wo ich das so sehe, ansonsten wieder sehr schön, es waren nur um 77 Punkte, aber Gabun hat uns seine Maske gegeben. Oh, alles Fragezeichen, Fragezeichen und verily, I say, gib. Ansonsten, ich denke, die roten Flowers, anders als ich in dem letzten Teil behauptet habe, sind nicht einfach umgewandelte Sachen, denn wir haben jetzt gerade eben sechs Sachen aufgesammelt gehabt und haben dafür auch sechs bekommen gehabt. Und interessant, die Wache wird uns scheinbar immer angezeigt, wo sie ist. Ja, und sie sieht uns auch aus der Entfernung. Beeindruckend. So. Hier war der Bruder, den wir euch darauf hinweisen könnten, dass jetzt alles okay ist. I believe I found your brother. Oh, do tell. He's hiding out in a little abandoned house up on the hill. I think he made enemies with some spirit named Sheok. Sheok. Sheok heißt das Wort. Thank the Greek Oak for that news. Glad to see he hasn't been turned into a book. Or soup. Soup? Never mind. I've heard about your meeting with Sheok. Well done, you've earned a red flower. Thank you. Was dann? Vielleicht gibt nicht nur sie was. So. Aber hier ist dann noch was. Weil hier sieht man, ist noch ein Ausrufezeichen oder ähnliches. Irgendwas Gelbes auf jeden Fall. Aber ich kann hier nichts machen. Also entweder kommt das noch. Ist auch nichts irgendwie in der Ecke versteckt. Keine Ahnung. Vielleicht bedeutet es einfach nur, dass hier noch Sachen zu machen sind. Hier ist zum Beispiel noch ein weiteres Haus, das wir bisher noch überhaupt nicht betreten haben. Und ja, das mache ich jetzt einfach noch. Nope, Wache, lass mich in Ruhe. Oh, das ist also so eine, einfach so eine Halle. Okay. Who knows where this came from? It looks like some sort of, I don't know, spacefaring weapon cruiser maybe? Perhaps it's a giant rolling carnival device? If this thing were rolling towards me, I would run away. Letterly. Okay. Okay, wir haben dann noch da unten ein weiteres Haus, das wir noch nicht angeguckt haben. Und dann werde ich auch wirklich weitermachen. Da unten in der Ecke wäre theoretisch noch was. Aber das ist gut auf dem Weg. Weg dich ab. Brezels, nice, salty, delicious treats. Even those without stomach can enjoy the pleasures of tasty baked goods. It's rumored a construct maker attempt to create a brezel golem once. Alas, crusted baked knees are not ideal for supporting one's body weight. Yes, lecker, lecker Brezels. Okay. Na, der Wache müssen wir einfach mal ganz kurz. Keine Beachtung schenken. Hi. Los geht's. Das war eine schöne Streak. Also das sollte definitiv eine Maske geben. Where's the contact boy? I have him paddle your bridges. You see him? You sent him over to get a switch. Ja, schön, Maske bekommen. Von Boxelder, männlich 63, doesn't believe in spirits. Okay. If we came from trees, why are there still trees? Wow. So, wo war dieser eine Ding-Dong versteckt? Ich weiß es wirklich nicht. So, wir wollen jetzt hier nochmal ganz kurz da hoch. Denn da ist noch was angezeigt. So, hier können wir auch zu Rust Groove. Hier ist nochmal eine Truhe. Most excellent scarf, very cool scarf. I would totally buy one of those if I were traveling around. I would bring it home after, hang it in my closet and completely forget about it afterwards. I would never regret the purchase, so. Das Ding sieht aber ganz okay aus. Ja, und wie gesagt, ist schade, dass wir das nicht einfach anziehen könnten. So, gibt es jetzt noch was? Nope. Die Sache ist, wo war dieser eine Ding-Dong versteckt? Tut mir leid, ich werde jetzt ganz kurz noch den Rest hier ganz kurz damit verbringen, diesen einen Kollegen zu suchen. Habe ich mit dir jemals geredet? Hi, Sir!
Hello, you, disgusting flesh abomination. Wow, that was really rude. Not rude, just straightforward. It's a quality severely lacking in this world. I'm sure that thinking will make quite an impression on the mayor. We haven't crossed paths yet, but I will treat him no differently. You can't go around looking like someone jammed a tombstone into a pine cone and think you won't be mocked by the likes of me. How did you end up like this? You mean fashion savvy? I once spent some time on Rio Island. The fashion shows they had there, you wouldn't believe it. It opened my eyes to a whole new world. A world where people knew how to dress. Then I came back here. I wanted to burn my eyes out. The people of Geos would be fine waking up every day clothed in trash bags and clothespins. I'm gonna put a stop to that. How do you plan to do that? I'm gonna start at the top, with that mayor. Once I get him to look in the mirror and see that fashion travesty looking back at him, he will change everything. All of Geos will be dressed in the finest attire, and it will all be because of me. He will have to make honorary statues of me. I wish you the best of luck. Let me know your grand plan, how your plan grand goes. Oh, you know, you realize it and it the instance they aren't wearing that street filth anymore. Und so fand ich es lustig, dass der Kollege an vorbeigelaufen ist, der normalerweise relativ groß ist und war auf einmal auch relativ klein. So, ich dachte, dass das jetzt einer dieser Häuser hier in der Nähe war. Was ist denn hier um die Ecke? Okay, also es gibt hier theoretisch viele Möglichkeiten, nach Rustgrove zu kommen. War das nicht irgendwo hier, wo der sich eine versteckt hat? Kann doch nicht so schwer sein, diesen einen Ding-Dong wieder zu finden. Nope. Ich wollte eigentlich nochmal mit dem reden, aber ich habe keinen Plan, wo der ist. Wir haben dann Ausrufezeichen. Das ist der Kollege mit den Fotos. Wir haben das andere Ausrufezeichen in der anderen unteren Ecke. Das ist der Pirat. Und sonst werden alle Leute uns eigentlich in den jeweiligen Häusern angezeigt. Aber ich gucke ab und sehe keinen. Dementsprechend, scheiß drauf. Ich gehe jetzt hier einfach durch. Ich gehe ganz bewusst den Weg, den das Spiel mir hier geöffnet hat. Shopping has some crazy items. Und ich habe alle wichtigen davon gekauft. So interessant, hier gibt es wieder mehrere Wege. Und das gewisse von denen einfach nur Übergänge scheinbar sind. The mayor is pleased to announce that this hallway has been deemed off limits to non-essential constructs. If anyone notices a funny smell or wood folk interloper trash around here, Meteor Fire Report 7A in Mill Hill. Ja, Mill Hill ist, glaube ich, der Platz, wo dann halt die Story dann doch leicht gemein werden könnte. Oh, hey, du hier. Tut mir leid, aber ich werde trotzdem mit dir reden. Ob du es magst oder nicht. Ach so, da geht's vermutlich hoch zu der Glocke. Ah, a mean thing. Who are you? How do you get in the goose golf? Oh no, does everyone hear that? What? Oh, yes, very smooth, stranger. Pro tab, Donald's in objective screen. Oh, wow. Rustgrove wirkt zumindest einiges offener. Express Delivery, Madame Lily. Wait for it. Thank you, Mr. Mail. I wonder who it's from. It looks like the teacher. Dearest Lily, I hope this letter finds you well. I'm told that you have found your way into the Rustgrove quarters. I know you had it in you. You may truly bring an end to the rule of the cruel spirits. Now, let's say you find four red flowers from Rustgrove. Sure, this may be more challenging now, so remember your items to make your task easier. Sincerely, the trainer. Wow, word travels fast around here. Sure, the earth works. Oh, und wir haben wieder eine Upgrade-Möglichkeit. Dann werden wir noch schneller. Cool. So, und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt einfach wissen, wo schon alles ist, ist das vermutlich relativ schnell zu finden. So, Wood Spirit Nummer 1. Hi.
So langsam. Obwohl, jetzt doch relativ flott drauf, aber ich habe dank dem guten Start, doch relativ gut bekommen gehabt. Ah ja, der will auch wieder 6 Stück, die wir einsammeln. Wow. Wow, er hört nicht auf. Krieg dich ein. Au. Ah, mal gucken, wie das jetzt ablief. Ich dachte, wir waren ganz gut. I get even for this. Constructs are behind this. I tell you, there would be grip on this. Ja, wieder eine Maske. Nice. Mulga, weiblich. Color, foreign. Okay. Fun fact, not from around here. Mulga, like New Islands. Bird folk here, not color. Her words like podium and big talk. Nee, big stalk. Bold opportunity, not have to break limbs now. I'm starting to get quite a collection of these flowers. Yes, you do. Yes, you do. Hier sind viele Vögel, die mich ganz schön zugekackt haben. Wow. Loch. Loch, in dem ich einfach drin stehen kann. Okay, und hier gibt es mehrere Ausrufezeichen, die wir theoretisch uns angucken könnten. Aber erst nächstes Spirit. Hi. Zu langsam. Viel zu langsam. Ja, war schon mal ganz gut. Jetzt kommt wieder die Bombenrunde. Wo wir einfach nur schnell sein müssen. Na komm, na komm. Vielen Dank. Jetzt kommt nochmal eine extra. Zack. Und zu guter Letzt eine 8er Streak gehabt. Ja, das läuft wieder sehr gut. I knew the moment I saw you, you were going to be trouble. Just look at you, trouble. Pff. Nice, nice. Männlich, 47, accessible from some angles. He always knew they would need plumbing. Try as he might, his construct servants don't grasp his brilliance. Hey, Paul. Mr. Letterman, what's up? Sorry if this is a bad time. I've been wondering about our chat earlier. I still don't understand why you're doing this whole veggie magical thing. Is your heart is in it? Why don't you just quit and do whatever you want? Life is short. You don't get it. You have this mail job and it's what you're made for. It's not like that for everyone. Our job don't define us, or they shouldn't. Whoa, sorry, Lily, just trying to help. Sorry, I just don't need anyone telling me what to do. Didn't mean to snap at you. All good. I'm made out of steel. Stimmt, das ist einer der wenigen, die halt nicht komplett aus Holz sind. Wenn das schon wieder wäre aufgetaucht. Okay, ich will jetzt nicht hingehen und nur nach denen jagen. Das machen wir so nach und nach. Hey, Kiste. Quest kommt danach. Iron pickaxe, a simple iron pickaxe to some. This is a great way to infinite adventure to others. What you could create with a tool like this boggles the mind. Jetzt rede ich mit dir. Hi, Mr. Construct. Oder hi there, Mr. Construct. Oh, hello there, little one. What are you doing here in Rustgrove? Well, I came here hoping the forest would inspire my poetry. Oh yeah, let's hear some. Oh yes, here it goes. In these woods, I feel so good. Little bird sitting, I wish I were knitting. Oh, well, yes. Do you write these often? Yes, well, at least I do try. I wasn't doing much better until I lost my book of poetry. I think I've lost my muse. So, where's that book? Seriously, I'm going to find it for you. It sounds like you really need it. Really? Goodness, that would be great. It is here in Rustgrove. Da hat jemand ein Leerzeichen vergessen. I think. Oh, please let me know if you find it. I will for sure. You will be the first person I tell you. You can count on that. Thank you so much. Here's a poem just for you. In the forest, I met a girl. She smelled like bacon.
I'm out. Yes, yes, yes. Lass es bitte hier drin sein. Come on, come on, come on. Ah. River Spirit Souvenir. Sieht aus wie eine Badewanne. These are all the rage on Tree Bay. Last week I had one on a watch list and it ended up selling for over 48 flowers. You're so lucky to have one. I would hang on to it if I were you. Who are you? Der mir das Ganze hier gerade erklärt, wie selten toll und super duper die sind. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, hier ist schon wieder so ein Loch. Hier sind überall solche Löcher. Interessant. Donk, wir gehen jetzt alles hier hoch. Oh. Oh. Ein Gebiet, wo wir jetzt erstmal noch nicht so hin dürfen. Aber da ist definitiv irgendwas versteckt. The Wood Book. This seems to be a book of odd construct poetry. It's full of awful wood and tree puns. There's a chapter entitled Like Lumber, I Lumber. Ouch. Sehr schön, damit haben wir auch das. Dann werden wir das jetzt auch gleich beenden. Und ich sehe, da ist eine Spirit genau vor unserem Zulaufen. Yes, 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 zu langsam. Oh, hi. Interessant, die hat... Nice. Okay, das Fiese ist wirklich, dass die halt die Bomben damit runtermischen jetzt. Ist so ein bisschen angenehmer. Gleichzeitig. Einfach weil sie nicht diese Bombenrunde scheinbar hat. Die einfach Zeit kostet. You just messed up! Messed up! You hear me? I want a rematch! Nope. Oh. Oh gut. Male. Very male. 38. Demand satisfaction ist ein Fun Fact und best to avoid this bloke when riled up. His limbs are strong and memory long. Don't expect forgiveness if you're on the list. Just one more red flower. Yep. Und ich würde sagen, wir geben das Ganze noch ab und dann gehen wir auch gleich auf die Jagd nach dem nächsten. Hey du, schon wieder du. Guess what I have? Oh, this is exciting. Is it a giant velvet painting of dolphins? What? No, it's something you really want. Really? Is it bacon scene perfume? What? Bacon perfume? No, it's your poetry book. Oh, you found it, thank goodness. This is a great thing you did for me. You can have this weird flower I found. Thanks, I think. It didn't taste like bacon, so I decided I didn't need it. Awesome, thank you. Have fun with your poetry book. Okay, und natürlich ein bisschen Geld wieder hinterher. Okay, wo ist der letzte Ding-Dong hin? Da war doch gerade eben noch ein letzter Ding-Dong. Hm, okay, wenn er nicht da ist, gehe ich einfach mal hin. Interessant, dass die Quest Ausrufezeichen da bleiben, auch wenn man das Quest geschafft hat. So, nehmen wir das hier oben wieder mit. Oh, hey, das Ding hat Augen. Wraithstick. You can't possibly be grok how... cool the party was that this came from. I can't even describe it to you. It would be like trying to describe the color red to a blind man or a 747 to a caveman. You just had to be there. Hey. Grup, 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 friends like me. You're not making any sense. What does that mean? More friends? Grup, grup, not crap. Me crap. You not crap. You ugly. Find friends like me. Why still standing, girl? You go, don't lazy. Okay, hier gibt es also mehr von den Viechern. Interessant. Eigentlich muss ich mittlerweile das ganze Zeug hier nicht mehr aufprügeln. Durch die ganzen Kisten mache ich eh so viel Geld. Okay, hier unten ist nochmal ein Quest. Oh, hey. Ich weiß, was du willst. Und das ist eine Sache, die ich jetzt eigentlich... Doch, kann ich ruhig machen. Birds! Oh Gott, these birds! Get them away from my precious house! They keep pooping all over my house! Why are they doing this? They want me! I didn't listen! Please stop them! I have this mask that I was going to put on a scarecrow, but I'm too lazy to finish it! Wear this mask and scare off the birds! Oh, thanks! Will this even fit me?
Who cares? Just put it on. Save my house. It's very near here. Through a little pass with vines. You can't miss it. Poop everywhere. Oh, City Bird Mask. Okay. Warum ich das hervorgehoben habe. Und zwar, es gibt hier ein Achievement, wo man sich halt... Okay. Es sieht so aus wie ein Weg, den man nach oben gehen könnte. Kann man aber nicht. Und zwar, es gibt ein Achievement im Spiel, wo man halt sich von den Vögeln... Ich glaube, entweder entfernen muss, halt so, oder halt, ich glaube, von sich den zukacken lassen muss. Und der beste Weg, um das zu machen, ist im Endeffekt dieses Quest zu nehmen, gerade eben nicht diese Maske anzuziehen und sich dann halt für die komplette Zeit voll scheißen zu lassen, bis halt das Achievement freigeschalten worden ist. Ich habe eigentlich, war noch nie jemand wirklich, oh hi, das ist ein anderer roter Fisch. Gucken wir uns gleich mal an. Spirit Egg. Oh, hey, it's a Spirit Egg. Neat. No, no, you freak. You can't make an omelette with it. How could you think such a thing? It's probably full of some sort of sawdust anyway. So, jetzt reden wir mal mit dem Kollegen hier. Hey, Information Fish. What's your friend's name? See, Wenzel? She is a weird looking thing. I like how she looks. Welcome to Rustgrove. Thanks, Wenzel. I'm training Wenzel to take over for me. I will be going to the Afterglow soon. Dude, don't I get to go to the Afterglow too? No, Wenzel, not everyone gets to go to the Afterglow. Okay. Interessante Aussage. Haben wir hier noch den Kollegen mit der... Mädel mit der Axt. Ist doch vermutlich ein Mädel. Hello? You okay? No. Oh, cursed spirits, no. I've done horrible things. Go away. Done things? The cruel spirits. I'm a mockery, an axeman named Hatchet, made out of wood. I'm bound by duty to cleave trees for the spirits. Das ist natürlich echt fies. Can't you just stop? Quit? Oh, how I wish no constructs are bound to serve our creators. No, comma. Constructs are bound to serve our creators. So macht der Sinn nämlich ein bisschen mehr Sinn. If we can't serve our purpose, we fade out. Our remains are piled in the woodshed with the others, and a new construct will surely take our place. I wish there was something I could do. If I can find a way to break the control over constructs, I'll try. Really? That would be amazing. If you can't set us free, I will dictate my life to serving you. Super. I don't think you understand how this freedom thing works. Okay, also das ist kein aktives Quest, aber halt lustig zu sehen. Gut, ich würde sagen, ich werde hingehen, werde dieses eine dämliche Achievement machen, weil, warum nicht? Und dann beim nächsten Mal machen wir richtig weiter. Das Schöne ist nur, ich schaffe es immer wieder, mir solche Sachen vorzunehmen und dann komplett zu vergessen, wo es war. Was, hier entlang irgendwo? Hier war das, genau, dieses Haus. Müssen wir normalerweise die Maske aufziehen. I don't think I'm scared. Them off this time, they're going to come back. I should wear that mask he gave me. Nope, not now. Wie man sieht, nämlich die spawnen immer wieder. Und das hilft für dieses Achievement. Ich weiß, es ist leicht lächerlich, aber ich zeig's einfach mal. Ja. Wird immer wieder darauf hingewiesen, damit man das halt richtig macht. Aber, wie gesagt, ich werde das einfach mal ganz kurz hier zu Ende machen. Ich verabschiede mich jetzt aber hier schon mal. Könnte man das theoretisch einfach so stehen lassen? Die machen das im Hintergrund weiter. Ich werde es einfach mal testen, aber ihr werdet euch das nicht hier ertragen müssen. Wir machen da beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis dann.